Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Gestrandet. Ganz tief. Einstweilen deep natürlich. Wobei, das heißt ja eigentlich gestrandet, ne? Also, ja, irgendwie war das ja gar nicht so falsch. So, wir sind auf dem Weg noch weiter weg von unserem Zuhause. Da hinten liegt es irgendwo. Da so, glaube ich. Wir brauchen ja zum Glück nur den Pfeilen folgen. Denn der Nexus legt ja wieder Pfeile aus. So, da haben wir einen Feuerfisch. Sehr interessant. Ich gucke immer gerne nach unten, weil ich gerne mal sehen will, wie so ein weißer Hai von vorne kommt oder so. So, da ist bestimmt einer, aber den habe ich jetzt nicht gesehen. Schade. Ich sehe das immer gerne, wenn die so auf einen zukommen, so, ne? Dann sieht man die Gefahr wenigstens. Im Dunkeln ist das sehr interessant, wenn man sieht, wo der herkommt. Witzig. Immer noch leicht angefressen, ey. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Nervt mich immer noch dieser Tod. Werde ich noch lange dran zu knabbern haben. Und das Schlimme ist, wer weiß, wer sich da alles lustig drüber macht. Nee, alles gut. Ist ja halt nun mal so. Entschuldigung. Räuspern muss aber auch zwischendurch mal sein. So, wir sind gleich auf der nächsten Insel und wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten vielleicht rein theoretisch unter Umständen Glück haben, dass hier schon alles weg ist. Da ist Lehm. Da ist Lehm. Da halten wir doch jetzt direkt an. Und kloppen das von oben einfach mal kaputt. Soweit wir können halt, ne? Jo, der Stein ist uns unten drunter geflogen. So, dann haben wir schon mal das erste Mal 6 Leben geholt hier. Das ist doch ziemlich gut. Das ist doch mal ein ziemliches Willkommensgeschenk hier. Kommen hier auf der Insel an und sofort haben wir hier das Glück, dass wir Lehm finden. So, wir sind von der Insel gekommen. Gut. Werden wir hier schön einen Pfeil errichten. Dein Ernst jetzt? Ich wollte gerade sagen, sonst gibt er mir mal alle Kisten in der Hand. Nein, 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 nein. Na? Ja, den brauchen wir schon mal. Da ist dem. So, dann machen wir direkt die nächste Kiste hier voll und benutzen schon mal den Schlafsack, um zu speichern. Das habe ich nicht vergessen. Sollten wir jetzt jedes Mal machen, bevor wir losfahren. Ist vielleicht simpler. So, wir werden erstmal einen Stock suchen. Stickies. Wir werden hier wahrscheinlich die Nacht verbringen. Uns wird wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben. Denn wir sind auf einer neuen Insel und wir wollen natürlich wissen, ob hier irgendwas zu holen ist. Weil hier könnte ich mir echt vorstellen, dass wir noch nie waren. Und wir hatten ja eine Insel, die war ziemlich gut. Aber da ist zum Beispiel. Ist er Lehm? Ist er Lehm? Ist er Lehm? Nee, ist ja kein Lehm. Können jetzt auf jeden Fall mal hier am Strand eben kurz zurücklaufen. Ein bisschen sehen wir ja noch. Okay, weit reingucken ist nicht. Da hinten ist noch eine kleine Insel. Das könnte wirklich unsere Route gewesen sein. Da ist noch eine kleine Insel. Ich bin mir halt so unsicher, Leute. Es könnte sein, dass das hier unsere Route war. Da ist auf jeden Fall Lehm. Das ist schon mal sehr schön. Sehr nah, muss ich sagen. Das ist kein Lehm. Ja, ist halt jetzt doof. Ich hätte eine Lampe haben sollen oder sowas. Hätte ich auf jeden Fall mitnehmen sollen. Eine Taschenlampe. Dann hätten wir jetzt ein bisschen gucken können, vielleicht. Bisschen mehr gesehen, auf jeden Fall. Das ist eh doof. Damals hast du das alles einfach direkt instant angezogen. Ja. Blödes Missvieh.
fast ins Wasser gerannt. Also wir werden uns auf jeden Fall hier mal ein bisschen genauer umgucken. Hier waren wir schon mal. Das heißt, entweder das Spiel will mich jetzt gerade vernatzen. Oder wir haben wirklich keine Pfeile gelegt hier. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ich meine, diesen Holzblock habe ich in der Folge zuvor, also jetzt nicht die letzte, sondern davor, da wo wir halt krepiert sind, oder die davor, da habe ich den, glaube ich, auch in der Hand gehabt. Bin mir jetzt nicht sicher, muss ich ehrlich gestehen, aber ich meine doch. Werden wir ja sehen. So, wir sammeln schon mal Kokosnüsse für den nächsten Morgen. Denn ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir gleich wieder mächtig Durst und mächtig Hunger haben werden. So. So 6 Stück sollten schon sein. Besser wären wahrscheinlich 8. Okay, eine noch. Oh, wir haben sogar noch 2 gefunden. Ist ja ein Traum. So. Unser Schlafsack müsste irgendwo da hinten liegen, genau. So, wir haben ziemlich früh eigentlich noch. Eigentlich viel zu früh, um überhaupt mal die Augen so zu machen. Ich finde das einfach so, so toll, wie das aussieht. Wirklich, man muss auch einfach mal sagen, lasst es mal auf einen wirken. Denn man sieht, wie der Mond aufgeht, man sieht die Schatten, Licht- und Schattenspiele von den Bäumen, Reflektierungen und auch hier vom Schatten jetzt her, man sieht wirklich jede einzelne Tannennadel und Ästchen und so weiter und so fort. Ne? Man hat wirklich das Gefühl, man steht echt hier. Und es passt einfach mit den Lichtschattenspielen, das ist traumhaft. Auch mit den Spiegelungen schon alleine, ne? Wenn ich das hier alleine sehe, wie hell das hier ist. Nur weil Vollmond ist, das ist noch das, was mich mal interessieren würde. Kommt hier vielleicht irgendwann der Zeitpunkt, wo gesagt wird, alles klar. Jetzt machen wir Folgendes. Es gibt jetzt zunehmenden Mond und abnehmenden Mond. Das wäre mal krass. Ne, wenn wir jetzt genau wüssten, okay, wir haben zunehmenden Mond, dann ist das ja, dann ist ja die Sichel auf der Seite hier, so wie ich jetzt mit der Maus gehe. Und ist es abnehmender Mond, ist er auf dieser Seite. Na, also dann ist er hier hell und auf der Seite schwarz. Und bei zunehmender ist er hier hell und auf der Seite schwarz. Tja, woher ich das weiß? Tja, keine Ahnung. Habe ich mir irgendwann mal so sagen lassen. So, und hier auch jetzt, ne? Es geht immer noch aufwärts, aber nicht mehr so schnell, weil natürlich der Weg irgendwann immer länger wird. Wobei doch, es geht immer noch genauso schnell. So, wir haben 20 Uhr, es wird langsam Zeit für den alten Mann, sich hinzulegen. Wir schlafen mal. Und hoffen, dass es jetzt gleich hell wird. Okay, wir haben noch mitten in der Nacht. 5 Uhr morgens, wunderprächtig. Ich werde mal kurz das Safen machen. Nein, wir dürfen ihn ja nicht in der Hand haben. Da ist die richtige Kiste. Was sagt unser Trinken und Essen? Seht ihr? Ich wusste es. Wir müssen wieder was essen und trinken. So, ich stehe in einem Pulk aus Kokosnüssen. Zack, zack. Werden wir wieder so 6 Stück mal aufmachen und trinken.
Oder 7 oder 8. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, deswegen sage ich gerade irgendwelche Zahlen. Ah, okay, 6. So, der Mond verschwindet. Und wir können jetzt da anfangen, nach Lehm zu gucken. Das ist doch ganz schön. Was jetzt nicht so schön ist, dass ich jetzt die Kokosnüsse. Oh, die habe ich ja super weggeschmissen. Oh, ich habe meinen Turm kaputt gemacht. Finde ich jetzt schon ein bisschen doof. Der stand nämlich ziemlich gut. Der hatte eine solides Fundament. So, jetzt knüsen wir mal eben noch ein paar rein. Also ich bin gerade echt guter Dinge. Ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Wege. Ah, er fühlt sich auf jeden Fall ganz gut. Was stand da? Regenwahrscheinlichkeit heute? Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. So, wir haben immer noch keine Speere. Möglichkeit wäre es jetzt mal Speere zu bauen. Wäre vielleicht sogar eine super Idee. Oh, ich liebe diese Sonnenaufgänge. Ich liebe den Monduntergang und ich liebe auch den Sonnenaufgang. Ich liebe den Sonnenuntergang und ich liebe auch den Mondaufgang. Das war jetzt poetisch. Nein, wenn man sich das so anguckt, wie die Spiegelungen sind und dann auch der Schatten, dass der wirklich bis dahin hingeht. Ich finde das traumhaft. Und auch hier der Schatten, ne, von dem Pfeil, dass der auch angezeigt wird. Und dass der Vogel, der Wellensittich hier wieder so piept. Das ist doch einfach nur traumhaft. Guck mal, hier ist unser Floß. Ist das nicht schön? Das Spiel könnte so schön sein, ne? Wenn man nicht andauernd sterben würde. Andauernd ist gut gesagt, ich bin ja nur einmal gestorben. So. Jetzt werden wir mal ein wenig gucken, ob wir noch gleich ein bisschen Lehm finden. Das wäre nämlich supi. Platz dafür hätten wir auf jeden Fall, ohne Ende. Leider können wir unter Wasser genauso viel sehen, als wenn wir über Wasser sind. Also die beste Zeit ist so irgendwie zwischen 9 und 15 Uhr. Da kann man am besten im Wasser gucken. Das ist immer das Problem. Wobei jetzt so langsam aber sicher können wir auch was sehen. Wenn dann eben doch nicht so nah was ist, dann kann man immer noch ein Stückchen weitergehen. Und noch ein Stückchen weitergehen und noch ein Stück weiter. Es tut mir ja leid, dass ich zwischendurch einfach so die Tierchen einfach töte. Ohne Herz, ohne Gefühl. Einfach so aus Just for Fun Langeweile. Nee, ganz bestimmt nicht. Mache ich ganz bestimmt nicht. Da ist Leben. Aber wir sehen eigentlich noch fast überhaupt nichts. Das ist immer ärgerlich, wenn man schlägt und dann schlägt man daneben. Der tut immer so, als wenn er 2 Jahre keinen Sauerstoff gekriegt hat, ne? Herrlich, oder? Immer so, egal ob man nur 10 Sekunden unter Wasser war oder 2 Minuten. Immer, sozusagen, ich bin richtig froh, wieder aufgetaucht zu worden. Zu sein. Zu worden. Zu worden. Neues Wort entdeckt. Zu worden. So. Ich bin auch immer nicht ganz von ab, das Boot zu vergrößern. Ich sehe hier zwischendurch immer dieses Wellblech-Zeugs, ne? Oh, ernsthaft jetzt? Wieso immer so tief? Ich mag das eigentlich nicht so tief.
Aber wir müssen ja, ne? Ja. Das war jetzt sowas von klar. Da muss ich auch wieder ganz nach da hinten hinfliegen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ihn das genau geflogen ist. Bin immer ein bisschen desorientiert, wenn ich unter Wasser bin. Ey. Glaub mal hier, ne? Hasse es unter Wasser. Man kann ertrinken, man kann von Hai gefressen werden. Erfressen wollte ich jetzt schon sagen. Wieder ein neues Wort. Die Folge wird jetzt schon den Namen tragen. Viele neue Wörter. Oder so. Was ich mich immer erschreckt habe dabei, ne? Also da ist nochmal Leben. Der ist aber noch weiter weg als der andere. Ich finde, wir waren jetzt schon mutig genug. Ja, wir waren mutig genug, weil das ist nämlich genau am Rand. Da möchte ich ungern rein. Direkt so am Rand. Sieht schlecht aus hier. Also wie gesagt, dadurch, dass hier natürlich schon ein Baum umgekippt ist und da auch eine Dingens liegt, da ist auch noch mal Leben, aber der ist ein bisschen weit weg für meines Geschmackes. Ich weiß, ich höre jetzt schon wieder schreien. Also so weit war der gar nicht. Der ist genauso weit weg. Ich mag das halt nicht. Da muss ich wieder von vorne anfangen, das ist dann doof. Oh. Wusste es doch. Seht ihr, jetzt wisst ihr, warum ich da nicht hingegangen bin, weil da ist irgendwo ein Hai. Da ist er. Seht ihr? Das habe ich euch gesagt. Jetzt kommt es wieder in den Kommentaren. Ja, hast ja recht gehabt. Okay, hast du gut gemacht, dass du nicht da hingegangen bist. Du hattest wieder den richtigen Riecher. Ja. Aber jetzt braucht er mir auch nicht mehr so kommen. So. Ist die Nexus-Intuition. So, wenn er mich jetzt in Ruhe lässt, da ist nochmal Lehm. Immer auf der falschen Seite fallen die Dinger runter. Den holen wir uns das mal. Ganz mutig. Sind wir jetzt mal und haben uns den ganzen Lebenplumpen hier abgebaut. Ja, ich kann auch mal anders, ne? Also ich kann auch anders. Ich muss nicht immer so feige sein, beziehungsweise ist ja nicht feige. Ne, aber da will ich jetzt nicht mehr weiter drüber reden. Das haben wir jetzt schon so oft gemacht. Und ich habe ja auch schon Feedback von euch bekommen. Nein, bloß nicht weiter rein. Der Hai hatte doch letztens erst einen Happen von dir. Das reicht. Ne, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr mir zustimmt. Ja, hier hinten waren wir jetzt schon, glaube ich, ne? Ja, genau. Oh, guck mal, da ist so ein kleiner Zitronenspitzhai oder sowas, ne? Oh, ich glaube aber, der ist nicht gefährlich. Sonst hätte der uns jetzt doch angegriffen, oder? Das ist wieder so ein
ganz, ganz gefährlicher Sandflossenspitzhai, der sich meistens im Sand rumtümmelt. Gott, ey. So, wir haben einiges an Leben gekriegt. Einiges an Leben. Dann würde ich doch mal sagen, war's das für heute? Und das Schöne ist, ich brauche mir keine Gedanken machen, denn wir haben unseren Schlafsack mit dabei. Ich kann speichern, kann das Spiel verlassen und kann für Freitag wieder neu durchstarten. So, jetzt mal springe ich über den blöden Krebs rüber. Wo ist mein Boot? Ah, da. Muss ja irgendwo unsere Lagerstation hier haben. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir gucken aber mal eben hier. Das interessiert mich ja. Hatten wir nicht schon eine Kiste? Doch, da. Ja, das sieht doch super aus. Also haben wir noch, wie viele Kisten haben wir noch? Die ist voll, die ist voll. Die ist noch nicht ganz voll. Okay, wir haben also noch eins, zwei leere Kisten. Zwei leere Kisten und ein bisschen. Ja, das sieht doch super aus, Leute. Das sieht doch super aus. Jetzt habe ich natürlich meinen Schlafsack schon weggepackt. Ist ja nicht so schlimm. Dann lege ich mir den hier. Na, dann lege ich neben mir hier nochmal hin. Zack, zack, safe. Ich bin raus, Leute. Euer Nexus. Bis nächste Woche. Ciao.